Guten Morgen. Ja, eine unruhige Nacht ist vorbei. Es hat viel geregnet, viel gestürmt, viel gewittert. Es war sehr, sehr heftig, aber die dicksten Gewitterzellen sind sogar noch an Alsfeld vorbeigezogen. Hier liegen sogar noch ein paar kleine Äste auf der Straße und die Saale führt sogar richtig braunes Wasser und schwimmt viel Dreck oben drauf. Ja, aber naja, ich habe es überstanden. Ich bin echt froh drin, das überstanden zu haben. Ja, heute geht es ja leider auf den letzten Kilometer der Radreise. Schon nach 9 Tagen und nicht nach 10. Aber es wird, glaube ich, nochmal eine schöne Station geben. Bernburg und Kalbe sowie die letzte Stadt Barby. Ja, ein bisschen traurig ist man schon, aber wiederum glücklich, denn angekommen zu sein. Ja, ich hoffe, es wird heute auch trotzdem noch schöne Bilder geben. Ob ich trocken bleibe, werde ich sehen. Also, dann geht's jetzt los. Dann wünsche ich viel Spaß dabei. Muss man wieder sagen, ein sehr, sehr schöner Abschnitt wieder hier. Ja, es geht echt schön weiter. Wunderbar. Ach ja, Gegenwind habe ich heute auch wieder. Das erste Highlight des Tages, Schloss Plötzkau. Und der Radweg ist echt wunderbar. Ich stehe hier direkt an der Saale. Der Radweg fühlt zurzeit immer an ihr entlang. Echt toll. Wunderbar. Tolle Geräuschkulisse. Gerade durch den schönen Auwald, Plötzkau, durch die Natur und dann kommt man hier raus. Schöne Brücke bei Grünau über die Saale, wunderbar. Also bis jetzt macht es wieder sehr, sehr viel Spaß. Richtig toll. Thank you.
Hier bei Bernburg ist jetzt der nächste Campingplatz nach 15 Kilometer fast. Okay, das wäre wohl gestern viel zu weit gewesen. Da wäre ich überrascht geworden von Gewitter. Das war schon richtig so, wie ich das jetzt gemacht habe. Da bin ich auch schon in Bernburg. Oh, toller Blick. Wunderbar. Aber es ist unheimlich warm. Sehr ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich. Aber ich fahre mal lieber weiter, bevor da noch irgendwas kommt. Es gibt nicht nur Soderbrücken, sondern auch ein Soderwerk. Nachdem ich in Bernburg nochmal berghauf musste und dann wieder abgefahren bin, bin ich jetzt endlich draußen. Aber es fängt jetzt leider an zu regnen. Aber ich warte so ein wenig ab hier unter der Brücke. Ich werde hier erstmal ein bisschen frühstücken. Ist zwar nicht das idyllischste Plätzchen, aber es wird schon gehen. Und trocken ist es auch erstmal. Und dann werde ich sehen, ob ich Regenklamotten anhaben muss oder nicht. Es regnet immer noch ganz fein. Ich habe jetzt entschlossen, nur eine Regenjacke erstmal anzuziehen. Aber vielleicht muss ich gleich nochmal anhalten und doch mehr anziehen. Werde ich gleich mal sehen. Höhe Nienburg kann ich doch schon wieder die Regenjacke ausziehen. Es ist wieder trocken. Wunderbar. Es ist so stickige Luft gerade. Aber was hier gerade vorbeitreibt. Dicke Äste, Müll. Naja. Nächste Station ist dann auch schon Kalbe. Ich habe jetzt 25 Kilometer hinter mir. 23,5 sind es noch bis zur Mündung. Oh, bald vorbei.
Hier muss ich die Alternativroute nehmen, denn die Fähre Rosenborg fährt halt nicht, ist außer Betrieb. Aber es gibt eine Alternativstrecke über Kalbel, dann fahre ich halt durch Kalbel, dann kann ich mir das auch nochmal anschauen. Mitten im Kalbel, ganz bisschen blauer Himmel zu sehen, aber es regnet. Das läuft ein bisschen nicht so auf dieser Reise, aber naja, Alternativstrecke ist gut ausgeschildert, geht aber doch über viel Kopfsteinpflaster. Alle sind hier ein bisschen durcheinander, weil bis zum Zentrum war noch alles super ausgeschildert. Auf einmal ist alles weg, nichts mehr, gar nichts mehr. Alle gucken auf ihr Handy, wo geht es jetzt längs. Also da haben sie jetzt irgendwie versagt. Endlich habe ich ihn nochmal wiedergefunden. Jetzt bin ich wieder auf dem rechten Weg. Meine Alternativroute war dann doch richtig meine Alternativroute. Bevor es zur Saalemündung geht, kann ich noch mal was sagen, jetzt zum Fahrrad. Es sieht heute leider wieder aus wie Sau. Hat ja wieder geregnet, also viele Pfützen. Aber es hat super funktioniert. Alles gut. Taschen, hat alles, ist alles heil geblieben, trotzdem ganz vielen Kopfsteinpflastern und Stufen und was es alles so gibt, diese groben Bordsteinkanten andauern. Auch die Taschen, die ich mit hatte, hier ist der Rucksack, der Schlafsack drin und auch Kleinigkeiten fürs Fahrrad, das Werkzeug und so. Und hier in dieser kleinen Tasche, ich habe ja keinen hier Gepäckträger, habe ich den hier so locker drauf. Bisschen gesichert mit so einem Klettband hier. Das hat alles super funktioniert, da ist Regenklamotten drin und alles.
alles gut. Nichts ist kaputt gegangen, nur kleine Verluste wie das Gummiband von dem E-Werk oder die Endkappe. Aber das war ja nichts Schlimmes. Leichte Blessuren natürlich, Schrammen und alles, das kommt ja immer mehr. Gerade die Taschen, die haben natürlich auch ordentlich geschrabt vor diesen Bewegungen immer an dem Gepäckträger, obwohl man immer Klebeband rüberpackt als Schutz. Das scheuert doch mit der Zeit durch. Ja, aber sonst bin ich zufrieden mit dem Rad, hat alles super funktioniert, pannenfrei durchgekommen. Alles gut. Naja, okay, dann geht jetzt zum Ende zur Saalemündung. Die Tour hat ein Ende. Es ist vorbei. Es ist geschafft. Was für eine Strecke. Echt toll. Schön, dass es auch in 9 Tagen geklappt hat und nicht in 10, dass ich diesen hier Ruhetag sausen lassen habe. Ja, ich bin jetzt glücklich hier zu sein. Nach über 910 Kilometern ist man wieder hier. Wahnsinn, was für eine Reise. Möchte ich nicht missen, keine Sekunde, auch wenn das Wetter jetzt nicht so mitgespielt hat. Aber es ist echt klasse gewesen. Am Mulderadweg und der Saaleradweg. Und ach, das war alles gut. Es ist inzwischen auch echt alles super ausgebaut. Es war natürlich auch sehr, sehr schwierig, das habe ich gewusst. Aber dass ich auch so gut durchkomme, auch von dem Körperlichen her. Also ich hätte ja noch einen Tag eigentlich, könnte noch irgendwas ranhängen. Aber ich bin jetzt froh, hier zu sein. Und da es jetzt Schluss ist, ist gut so. Ich freue mich auch schon auf zu Hause. Dann habe ich halt einen Tag Urlaub mehr, wo ich mich noch erholen kann, bevor das ins Bergwerk wieder geht. Der Chef freut sich, wenn ich wieder einen Tag früher da bin. Ja, es war echt klasse. Tolle Tage. Vom Anfang bis Ende immer eine Unterkunft gefunden. Leider nur 2-mal zelten können. Und gut, ich habe das gestern nicht auch noch gemacht. Das war echt sehr, sehr grenzwertig bei den Gewitterlagen. Und heute hat er doch nicht so viel geregnet, wie sie angesagt haben. Also ist alles gut. Ja, Unterkunft sind auch nicht so teuer denn geworden, dass es sich so extrem teuer wird alles. Aber dieses Kochen, selber Kochen, ist auch sehr auf der Strecke geblieben. Aber wenn das da überall so gut riecht. Und ja, da muss man halt doch ein bisschen anders zuschlagen. Aber trotzdem, es war ein tolles Erlebnis. Ich kann es trotzdem jedem empfehlen. Es muss sich aber jeder überlegen, die beiden Radwege sind echt schwierig. Große, schwere Steigung dazwischen, aber landschaftlich echt klasse, echt toll. Auch wenn ich jetzt oben bei der Mündung oder so Saale an den Stauseen nicht so viel Landschaft sehen konnte, aber es war trotzdem echt krass toll. Es war Wahnsinn. Ich bin echt froh, das gemacht zu haben. Ja, obwohl das Wetter jetzt dann nicht so toll war. Ich hätte auch abbrechen können. Die Stimmung war aber ganz kurz, leicht im Keller, wo es dann nicht aufhörte, wollte zu regnen. Aber jetzt bin ich froh, das komplett so durchgezogen zu haben. Das ist, es ist toll. Ja, das war es also für heute. Das war diese Reise. Es kommt garantiert noch mehr, weil so wie es aussieht, der Sommerurlaub, der wird wahrscheinlich so laufen, wie er geplant ist. Es ist ja alles wieder langsam offen. Das sieht ziemlich gut aus und ich habe noch mehr Urlaub dieses Jahr. Also ich habe noch viel vor dieses Jahr, wo ich erst dachte, oh, Corona macht mir jetzt alles kaputt dieses Jahr. Aber es ist zwar jetzt anders gelaufen, weil eigentlich wollte ich den Urlaub ganz woanders verbringen, aber das jetzt hier, Deutschland ist schön, kann ich nur empfehlen. Alle Gegenden haben irgendwas, jede Landschaft ist anders. Also macht auch mal eine Reise durch Deutschland, aber ich will demnächst ins Ausland. Ist okay. Ja, okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich trinke hier noch einen Siegerradler. Und dann war es das auch. Ich fahre dann zurück und dann geht die Reise nach Hause. Ja, dass heute Sonntag ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Am Montag ist es ein bisschen ruhiger.
auf der Rückreise. Also dann, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin.